Soundfile. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von The Soundfile aus den Amazing Sound Studios. Und wir sind heute tatsächlich mal wieder dabei, ein Stück Hardware zu testen. Ein Stück Hardware aus deutschen Landen. Ein Stück Hardware von einer Firma, wo wir schon mal den grandiosen Alpha-Kompressor getestet haben. Und heute gehen wir eine Preis, aber durchaus nicht unbedingt eine Qualitätsliga nach unten und testen den Xpressor Neo-Kompressor von Elysia. Der Xpressor Neo wurde uns von Elysia tatsächlich für diesen Test auch zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich bin ja selber schon länger stolzer Besitzer eines Xpressors im 500er Format. Der Xpressor Neo ist jetzt im 19 Zoll Format, aber wie den alten Xpressor gibt es den auch in beiden Darreichungsformen, wenn man so möchte, also als 19 Zoll 1HE oder eben als API 500er Modul. Warum dieser Test? Weil der Xpressor, wissen sicher einige von euch, ist alles andere als neu. Dennoch, er heißt ja jetzt nicht mehr Xpressor, er heißt jetzt Xpressor Neo. Und da habe ich auch gleich mal den lieben Ruben Tilgner, Mastermind von Elysia, nachgefragt, was hat es denn damit auf sich? Ist das jetzt ein neues Design? Sagt er, nein. Der wurde tatsächlich maßgeblich überarbeitet. Also die Eingangsschaltung wurde verändert, die VCA-Schaltung wurde maßgeblich verändert. Auch wurden andere Bauteile verwendet. Es wurde an der Spannungsversorgung noch einiges abgeändert und so ist es tatsächlich so, dass er jetzt noch besser klingt. Die Transientenwiedergabe soll besser geworden sein. Er hat noch mehr Punch untenrum, was ich in meinem Test definitiv bestätigen konnte. Und auch die Stereo-Abbildung, die räumliche Tiefe ist ein bisschen besser geworden, so dass man, und ich habe das auch ausprobiert, auch wenn wir euch das nicht im Detail zeigen können, aber ich habe das ausprobiert im Vergleich zum Alpha und im Vergleich zu meinem Xpressor. Es ist tatsächlich so, dass sich der Xpressor Neo jetzt noch besser auch für Mastering-Anwendungen eignet. Ein effektvoller Kompressor an sich war er schon immer. Elysia steht ja schon immer für innovative Lösungen und auch der Xpressor hat einige davon, die, abgesehen davon, dass er ein toller Kompressor ist, ihn von der Masse abheben und ich gehe die einfach mal der Reihe nach durch, wenn ich mir die Parameter angucke. Ich habe natürlich die üblichen Parameter Threshold, Ratio, Attack und Release. Soweit sind da keine Überraschungen. Was allerdings Überraschung ist, ist, dass sich Ratio-Werte von 0,6 zu 1 und noch weniger haben kann, also sprich negative Ratios. Damit kann ich Spezialeffekte machen, dann werden nämlich wirklich leise Signalanteile lauter als die lauten Signalanteile. Die zweite Geschichte ist, dass ich einen sogenannten Warm-Modus habe, wo er einfach eine gewisse andere Klangsignatur habe, eine etwas weichere, etwas wärmere, kann für manche Quellen ganz gut sein. Dann habe ich eine relative Release-Charakteristik statt der linearen, die ich schalten kann. Dadurch ist er von der Release noch ein wenig unauffälliger, ist also für Mastering zum Beispiel eine witzige Geschichte. Dann habe ich einen Sidechain-Filter, das kennt man auch von anderen Kompressoren, dass ich einfach im Sidechain die Bässe ziehen kann, um zu vermeiden, dass er auf Bässe zu stark reagiert. Das Schöne ist, dass ich den Sidechain-Filter beim Xpressor stufenlos regeln kann. Und dann habe ich einen Parameter, den nur der Xpressor hat, also zumindest kenne ich ihn von keinem anderen Kompressor, auch der Alpha hat ihn nicht tatsächlich, und das ist der Gain Reduction Limiter, GRL genannt. Der Gain Reduction Limiter ist, wie ich finde, ein unfassbar nützliches Werkzeug, insbesondere wenn es darum geht, wirklich punchige Drums zu mischen über New York Compression zum Beispiel. Und zwar habe ich ja oft das Problem, dass ich wirklich deutliche Kompression haben möchte, den Kompressor also sehr, sehr stark einstelle, er mir dann aber ganz furchtbar viel Gain Reduction macht und wirklich 20 dB rauszieht, was ich nicht haben möchte. Der Gain Reduction Limiter
sorgt dafür, dass die Signalabsenkung auf einen bestimmten Wert begrenzt wird. Das heißt, ich kann den Kompressor sehr extrem einstellen und trotzdem verhindern, dass er mir alles wegzieht. Ich zeige euch das nachher im Praxisteil von der ganzen Geschichte. Ist wirklich ein tolles Feature. Das letzte hat nicht nur der Xpressor, haben andere auch inzwischen, Gott sei Dank, ist der Dry-Wet-Regler, so dass ich direkt im Kompressor New York Compression machen kann, also komprimiertes und unkomprimiertes Signal mischen. Das ist auch ein Feature, was wirklich unverzichtbar ist, gerade für den Drumbus. Um euch die Möglichkeiten des Xpressor jetzt mal genau hören zu lassen, werde ich ausnahmsweise mal meinen Schnabel halten und einfach einen Drumloop über den Xpressor laufen lassen und mit den Einstellungen spielen, und ihr könnt mal hören, was der Xpressor auf unserem Kanal macht. Wichtig dabei ist der Button, wo drauf steht Hit It, weil das ist der Bypass-Button. Dann werde ich euch immer wieder auch mal einen Vorher-Nachher-Vergleich geben. Mein Fazit von der ganzen Geschichte: Der Xpressor war schon immer ein tolles Tool, wirklich grandios. Und er ist noch grandioser geworden, noch universeller einsetzbar. So noch universeller einsetzbar und vor allem auch so mit mehr Druck im Bass, dass ich sage, jetzt ist er endgültig auch bei den hochwertigen Mastering-Prozessoren angekommen. Ein Grund für mich, dass ich auch meinen 500er Xpressor verkaufen werde, um mir einen Xpressor Neo zuzulegen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, eventuell auch bei mir, gerne mal den Xpressor Neo ausprobieren. Lasst euch die Chance nicht entgehen. Es ist immer schön, wenn ein Hersteller ein schon sehr gutes Produkt noch besser gemacht hat. Mit dem Xpressor Neo ist Elyse das definitiv gelungen. Er ist inzwischen nicht nur ein extrem universelles Werkzeug, sondern auch ein respektabler Mastering-Prozessor. Also herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an Elysia und an euch natürlich wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Ciao.
Soundfile.